Schön, dass wir ein Cardio-Sweat-Workout gemeinsam machen. Wir starten direkt mit 4x High Knees, 4x Punches im Wechsel und das für eine Minute. Also jede Seite zählt natürlich nur eine halbe Wiederholung, das heißt 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Jeder in seinem Tempo, aber beim Cardio Sweat geht es natürlich darum, den Puls nach oben zu schießen und deswegen die Knie richtig hoch, sanft aufkommen und wirklich nach vorne boxen und Gas geben. Ja, also diese Minute wirklich nutzen. Wir machen hiernach direkt drei andere Übungen, auch eine Minute lang, und dann haben wir eine Minute Verschnaufspause. Also einfach durchziehen, ja, maximal rein, richtig hoch die Knie, boxen. Let's go. Und die letzten Sekunden noch, komm. Jawohl, verschnaufen. Und jetzt direkt Ausfallschritt, Kick, und zwar 30 Sekunden nur die eine Seite. Du gehst mit dem rechten Fuß nach hinten und der rechte Fuß kickt nach vorne. 30 Sekunden. Sehr gut. Jawohl. Vorne das Standbein ist natürlich auf dem kompletten Boden. Das heißt, nicht irgendwie die Ferse hebt ab oder irgendwas, sondern sie bleibt so, wie sie ist. Und Seitenwechsel. Tief, Kick. Tief, Kick, tief, Kick. Konzentrier dich auf dein Gleichgewicht. Ich nehme immer so ein bisschen noch den Arm mit in der Bewegung, das muss aber gar nicht sein. Jawohl, komm. Tief, Kick, tief, Kick. Und dein Knie beim Kick richtig hochziehen. Ja, nicht einfach nur mit Schwung das Bein nach vorne pfeffern, sondern Knie hoch und kicken. Sehr gut, die letzten. Jawohl, nächste Übung, Jumping Jacks, eine Minute lang. Auch hierbei bitte darauf achten, dass die Knie eher tendenziell nach außen gehen, nicht nach innen fallen und die Arme sich oben berühren und unten am Körper. Also wirklich volle Bewegungsamplitude. In welcher Geschwindigkeit du das Ganze machst, ist dir überlassen, so wie du es kannst, aber natürlich geht es darum, den Puls nach oben zu jagen. Sehr gut, komm, dranbleiben. Halbzeit haben wir schon längst. Keep going. Volle Bewegung, tief ein- und ausatmen dabei nicht vergessen, die letzten Sekunden. Sehr gut, das ist ja dann schon unsere dritte Übung. Und eine kommt dann noch. Sehr schön. Okay, letzte Übung, Squat Jumps. Tief runter und jumpen. 10 Stück, danach kurz verschnaufen und wieder 10 Stück. Kurz ausschütteln und dann wieder. Bei den Squat Jumps ist es so, dass du locker aufkommen sollst, nach oben springen und die Fersen bleiben immer wieder am Boden. Das heißt, wenn du aufkommst, Fersen wieder fixieren am Boden und aus den Fersen wieder nach oben springen. Ja? Immer schön weitermachen. 10 Stück, kurz verschnaufen, dann wieder 10 Stück. Ende danach haben wir nämlich eine Minute Pause. Sehr schön. Genau, prima. Super. Prima. Tief ein- und ausatmen. Und hierbei gilt es jetzt wirklich, versuchen, den Puls runterzubekommen. Du kannst auch den Schweiß abputzen oder einen Schluck trinken, aber versuch dich darauf zu konzentrieren, wirklich zur Ruhe zu kommen. Du wirst deinen Puls vielleicht gar nicht komplett runterregulieren können, aber versuche einfach, zur Ruhe zu kommen. Weil je höher wir diesen Puls hoch und runter jagen, desto mehr kreieren wir einen Nachbrenneffekt und den wollen wir haben. So, gleich geht es dann wieder los mit den 4 High Knees, 4 Punches. Jawohl, tief ein- und ausatmen. Fünf, vier,
3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Genau, jeder so, wie er das kann in seinem Tempo. Ja? Die Knie richtig hoch, soft landen und den Bauch auf Spannung bei den Punches und dann die Minute durchziehen. Sehr gut. Wer nicht springen kann, macht es so. Einfach strammes Knie hochziehen. Alles möglich, man muss nur wollen. Prima. Und jetzt wieder richtig Gas geben, so wie jeder kann. 4 High Knees, 4 Punches. Come on! Runter, Kick. Tief, Kick. Bauch mit auf Spannung kommen, die wenigen noch und dann machen wir Seitenwechsel, 30 Sekunden nur hier. Und Seitenwechsel, also tief runter und Kick, tief, Kick, tief, Kick, tief, Kick. Sehr schön. Voll gut. Super. Bauch ist auf Spannung. Denk einfach nur an deinen Erfolg. Mach dich stolz. Die letzten. Schön. Und wer nicht springen kann, genau so machen. Ansonsten durchziehen. Und zwar richtig springen. Volle Bewegungsamplitude. Knie sind nach außen tendenziell. Genau. Auch das Tempo ist hier für jeden variabel. Also wer schneller machen möchte, macht schneller. Wer langsamer machen möchte, macht langsamer. Und wer zum Beispiel mal kurz gar nicht kann, der joggt einfach kurz auf der Stelle. Ist auch gar kein Thema. Komm, weiter, 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 weiter. Und tief hoch. 10 Stück. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurz ausschütteln. Und hierbei wirklich wichtig, immer schön wieder auf die Fersen zurückgehen. Jetzt wieder 10, komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und wieder 10, komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prima. So, okay, einmal machen wir noch, komm. 10, 9, 8, 7, 6. Oh, schade, die Minute ist vorbei. Eine Minute verschnaufen. Tief ein- und ausatmen. Hier ist wieder der absolute Fokus darauf, zur Ruhe zu kommen. Trink einen Schluck. Durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Und bereite dich schon mal mental auf den letzten Durchgang vor. Ein letzter Durchgang noch von allem. Das heißt, wir starten gleich mit den High Knees. 4 High Knees, 4 Punches. Okay, mach dich bereit. In 10 Sekunden. 5, 4,
3, 2, 1, auf geht's. High Knees und Punches. Sehr schön. Bauch ist auf Spannung, Knie gehen richtig hoch. Soft auflanden am Boden. Die Arme bei den High Knees richtig schön mitbewegen, ja? Konzentrier dich drauf, das ist dein letzter Durchgang. Come on. Sehr gut. High Knees und Punches. High Knees und Punches. Und weitermachen, komm. Da verbrennen wir jetzt einige Kalorien. Komm, gleich gehen wir in die Ausfallschritt-Kicks. Die letzten Sekunden. Sehr gut. Und jetzt Ausfallschritt-Kick. Erst die eine Seite. Tief, Kick. 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 Kommt, die letzten. Und Seitenwechsel. Tief runter. Und Kick. Tief, Kick. Tief, Kick. Tief, Kick. Tief, Kick. Sehr gut. Okay, Beine ausschütteln. Tief runter und jump. 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 10 Stück, danach kurze Pause und wieder 10 Stück. Ja, einmal kurz ausschütteln. Okay, komm, nochmal 10. Auf geht's. Und tief runter. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beine ausschütteln, komm. Auf geht's, sind nicht mehr viele Sekunden, gleich hast du es geschafft. Come on. Und tief. 1, 2, 3, 4, 5, die letzten. Sehr gut, das war ein mega Cardio-Sweat-Workout. Voll gut gemacht, sei stolz auf dich.